Die Leute gucken ihn so ein bisschen an, stehen auf, zumindest, also Wunderhammer eher nicht, den scheint das nicht zu interessieren, aber die anderen Ansässigen, gerade diejenigen, die jetzt gerade eine Schatzkarte nicht kaufen wollten, stehen auf und gehen langsam auf ihn zu. Ey du, Also hier bist du auf jeden Fall im falschen Bezirk, Junge. Verpiss dich! Bohnenstange, was hast du gesagt? Er ist ein Rosskuppler. Das habe ich gesagt, Mann. Der Junge steht auf die Rosskuppler-Rotte. Das klären wir draus. Ja, krempeln sich so ganz langsam die Arme hoch und dann guckst du nochmal zu Tusche, kannst erkennen, wie er mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die Tür nach draußen rennt. Unglaublich. Und seine Konturen verwischen leicht. Dann ist er weg. Was? Ragnar schaut danach, wo er gerade eben noch stand, und dann schaut er so, was war das denn? Ein Magier. Schauen sie ihm verblüfft hinterher und ja, krempeln sich nochmal die Ärmel hoch. Einer nimmt sogar noch immer einen Schläger und rennt ihm dann hinterher. Rosskoppel, schreien sie. Erstmal dem Magier hinterher rennen. Ragnar ist ziemlich verwundert. Jo. 2 Stunden später in der KGA. Also Sag mal, gut, Torwart, wie war das eigentlich mit diesen Drachen? dann fass doch noch einmal zusammen für unsere Freunde, was wir gestern mitbekommen haben. Oh, verzeiht, Hauptmann. Die Nachricht, du Fidula von Wertlingen, verzeiht, kam wohl von seinem Vater Udalbert, der seine Seele an den jenseitigen Rächer verkauft hat und derzeit in den Schwarzen Landen. Was genau tut er dort eigentlich? Bruder Albert von Bertling. Ein Fürst, ein Unterstützer von ehemals Answin von Rabenmund. Hat sich dann wohl auf der Feste Perlstein bei Rulat, den Borbaradianern, angeschlossen. Zumindest vermuten wir das. Borbarads Invasion ging an der Küste los und das erste Ziel galt Rulat. Also dort war er eingeschlossen. Also Udalbert. Wir vermuten, dass er seitdem den finsteren Borbaradianern dient. Und wenn diese Nachricht sagt, dass er in Yol'Gurmak weilt, dann wird das wohl so sein. Gut, er wird da sicherlich wichtige Tätigkeiten für den Dämonenkaiser ausführen. Er bereut seine Taten zutiefst und wünscht, in den Schoß der 12-göttlichen Kirche zurückzukehren. Und da Ludolf von Wertlingen dies selbst durch einen Eid an den Tempel gebunden ist, an die Bettstadt, die Aufbahrung des Reichsgebietes Brinn nicht ausüben kann, werden wir das für ihn übernehmen. Wir werden also nach Yol'Gurmak reisen, Kontakt mit Udalbert aufnehmen und sehen, wie wir ihn dort hinausbekommen. Klingt jetzt nicht sonderlich schwierig. Klingt nach einer Falle, oder? Klingt nicht sonderlich schwierig. Die Stadt ist das Herz von Galottas Dämonenkaiserreich. Es wird alles andere als einfach werden. Aber ja, immer, wir haben schon schwierigere Sachen gemeistert. Wie jetzt was? Ich dachte, es wäre. Also, Yol'Gurmak ist nicht der Name einer ganz normalen Stadt, so ähnlich wie Gareth? Ihr sollt es nicht Yol'Gurmak nennen, nennt es Isilia. Ja, wie jetzt nun? Während ich dies unterstütze, Magister, aber mir besteht so doch leider. Wir sollten nicht die Bezeichnung, die der Dämonenknecht benutzt hat, hier weiterverwenden. Was ist das für eine Stadt? Ich habe noch nie davon gehört. Isilia ist gefallen. Und Galotta in seinem Hochmut gefiel es, diese Stadt umzubenennen. Nach einer, ja, dämonischen Stadt. Einer Geschichte, einer Sage, Legende des Herrn der geschändeten Elemente. Oh, so wie er versucht hat, diese Stadt nach Kohl zu benennen. Genau. Ja, gibt es nicht mehr, Magister. Verwendet also den Namen auch nicht. Wir sollten trotzdem nicht diesen Namen benutzen. Wir haben laut unserem Wissen, laut unserem Akten, haben wir noch 2 Speer von uns dort. Der Name ist Kosh Basalt, Tana. Hier, Magister Eolaus, einige weitere Informationen, die uns noch vorliegen aus unseren Archiven. Ich weiß nicht, ob sie sonderlich hilfreich sind, aber ihr oder die Gruppierung um Greifenmund hatte vor einem Jahr etwa schon einige andere Visionen von Yamas Ibn Murati bekommen. Vielleicht werden auch diese nützlich sein. Warte.
Alle Informationen sind nützlich, wenn man sie richtig anwendet. Ich verstehe nicht. Gibt es jetzt irgendwas ganz Wichtiges, was man über Yolgomak, über diese Stadt, die man nicht nennen soll, wissen muss? Oder ist es jetzt eine ganz normale große Stadt, die irgendwie mit bösen Menschen befüllt ist? Diese Stadt ist von Dämonen erbaut worden. Es sind dämonische Zerrbilder in der Stadt und allem, was gut und richtig ist. Angbruch deutet einmal auf das Schriftstück, was Julaus jetzt gerade in der Hand hat. Und dadurch werden alle Fragen geklärt? Immer zeigt auch das Schriftstück jetzt auch. Ist das philosophisch gefasst? Nun, Magister, wenn ihr uns an seinem Inhalt nur teilhaben lassen möchtet. Aber natürlich. Ich sehe Gräben von niederhöllischer Tiefe und klagende Welle. Straßen der Verzweiflung, seufzende Pfähle und Wellen des Meeres, die erfolglos gegen das Bollwerk anschreien. Ich sehe titanische Mauern, schwarz umwölkt, kalte Zinnen, Klingen bewehrt, augenlose Tore und lichtlose Vorsprünge, ragende Zacken und ungeahnte Türme. Ich sehe das dunkle Zentrum von Kristall, Schärfe und Schmerz, Unerreichbarkeit und Unbezwingbarkeit. Ich seile die Festung in die Finsternis. Eine Vision von Yamas in Murati, Versaherseher des 4. Jahrhunderts vor Han. Okay. Ich bin sehr philosophisch. Und das heißt jetzt, wie verhält man sich in der Stadt? Also ich meine, wenn die Stadt jetzt anders funktioniert, wie grüßt man in der Stadt? Wenn ich da hinkomme und irgendwen sehe, sag ich die 12 zum Gruße? Ich glaube, guten Tag. Oder? Na, wahrscheinlich eher die Erzdämonen. Ja, wie grüßt man dort? Eigentlich mit dem Namen der Erzdämonen. Das sollt ihr nicht tun. Umschreibt sie. Man könnte, glaube ich, auch einfach wunderschönen guten Tag. Nein, das könnte man nicht sagen. Ich glaube, man nennt Agrimod auch den feurigen Vater. Hey, müsst ihr dieses Wort hier aussprechen? Nein. Verzeiht, es war unüberlegt. Ihr habt recht. Also wirklich, an mir. Müssen wir uns jetzt wirklich daran aufhalten, wenn man sich dort begrüßt? Ja, denn wenn wir dort sind, wollen wir nicht auffallen. Es sei denn, ihr möchtet, dass die Gesamtheit der, was auch immer dort Stadtgarde durchgeht, kommt und euch die Eingeweide durch den Mund herauszieht. Wie kann man sich denn dort gut dann verkleiden? Als was verkleidet man sich dort? Als Händler? Als... Was ist eine gute Verkleidung in so einer Stadt? Ein Bombardianer zum Beispiel. Was ist das? Wir haben wohl die Information bekommen, dass sich in etwa einem Monat ein großes Turnier dort zutragen soll. Das ist auch ganz grob die Dauer, die ihr brauchen werdet, um dort anzugelangen. Etwa 3 Wochen dauert die Reise zu Fuß. Je nachdem, welchen Weg man wählt, den lasse ich euch natürlich dann selbst wählen. Schaut nochmal ein bisschen auf die Aventurienkarte, die er jetzt gerade unter der Garrett-Karte hervorgeholt hat. Die Garrett-Karte scheint für ihn nicht mehr von Relevanz zu sein. Wie ihr euch dort verkleiden mögt, wenn ihr den Auftrag annehmt, von Jalan weiß ich zumindest, dass er Ludalbert das Versprechen abgerungen hat. Wie ihr euch dort verkleidet, wie ihr dort auftretet, mag eure eigene, Idee sein, aber... Dann hätte ich jetzt ganz gerne von irgendwem, der davon Ahnung hat und uns da hinschicken will, dann gehört, was denn da so gute Begrüßungsformeln sind, was gute Verabschiedungsformeln sind, was eine gute Verkleidung ist. Oder wollten wir sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins absolute Feindesgebiet und haben keine Ahnung. Gemach. Ragnar, du hast doch eine Spionin in Mendina. Ich war noch nicht fertig. Oh, verzeiht. Die Gauklertruppe, ein paar Schelme, die seit kurzem hier lagern, hier am Tempelhöhe, haben sich dort wohl nahe des Raya-Tempels niedergelassen, werden wohl bald aufbrechen. Grund ist wieder einmal die Tonai, aber wenn ihr ein Ritter selbst seid, gerade ein Ritter aus Tobrien, könnt ihr auch in anderer Verkleidung reisen. Das ist wie gesagt euch überlassen. Eine Schelmgruppe namens Saltatio Mortis, die Todestänzer, werden dorthin aufbrechen. Vielleicht können sie euch einiges erklären. Sie sind düstere Spielmänner, möchte ich meinen. Zumindest wurden sie das ein oder andere Mal schon hier in Garrett angegriffen von
Leuten, die ihnen nachriefen, dass sie dämonische Musik anstimmen, was nicht der Fall ist. Die Stadt selbst kann mehr oder weniger gefahrlos betreten werden. Sie ist eine Stadt, die Handel mit anderen Städten treibt. Nicht ganz so schlimm und verfallen wie Warung. Aber man sollte dort vorsichtig sein. Und das, was Magister Abel mir eben sagte, wird wohl richtig sein. Feurigen Vater. Die grundsätzliche Frage ist, können wir diesem Vater des Schildbehüters trauen? Er ist ein doppelter Verräter. Erst am Reich und dann an den 12 Göttern. Solange er nicht wieder in der Umarmung der 12 Götter ist, werdet ihr ihm nicht trauen können. Nein. Das wage ich ganz stark zu bezweifeln. Ich weiß nicht genau, was ihn dazu veranlasst hat, diesen Brief zu schreiben. Laut seinem Sohn ist es seine Handschrift. Vielleicht eine Falle. Das mag sein. Wenn es eine Falle ist, werden wir ihn an Ort und Stelle niederstrecken und ohne ihn nach Hause zurückkehren. Nicht, dass ich jetzt undankbar klingen will, aber was ist denn da überhaupt drin? Also, was kann man hier gewinnen? Was kann man hier... Gibt es dafür irgendwas? Ich renne jetzt ja nicht in die schwarzen Lande, weil ihr alle so nett seid. Ach so, verzeiht. Ich vergaß. Ihr habt von Trautmann Karfenk, dem Bürgermeister, noch auf meinen Anraten hin eine Belohnung bekommen. Er selbst ist etwas, ich nenne es einfach mal, er schaut sich ja mal um, auch wenn er weiß, dass ihr aktuell alleine seid, zurückgeblieben. 100 Dukaten und die Verleihung der silbernen Banderole. Das heißt, ihr seid damit Bürger der Stadt Gare. Und wenn ihr Udalbert von Wertlingen zurück in den Schoß von Gareth bringt oder ihn erschlagt, dies sei euch selbst überlassen, dann, ja, wie ist dein Kopfgeld? Ich vermute so etwas 800 Dukaten. Müsste der letzte Preis sein. Zudem kann ich euch jetzt schon eine Aufwandsentschädigung von 30 Dukaten anbieten pro Person. Die 100 Dukaten von dem Bürgermeister müsstet ihr euch allerdings teilen. Ich denke, zur Vorbereitung auf die Reise wird es genug sein. Moment, wir sind jetzt alle Bürger der Stadt? Ihr, Ragnar, seid natürlich schon in Meilersgrund beheimatet, aber ja, mit dieser Banderole... Das könnte praktisch werden. Oh, das ist sehr praktisch. Wenn ihr ein Haus kaufen wollt, sicherlich. Und wenn ihr Steuern zahlen wollt. Oh, dann ist das nicht sehr praktisch. Wir sollten noch Nachforschung anstellen. Dieser Brief spricht von irgendeinem Bann, der auf ihm liegt. Was könnte das wohl sein? Zumindest konnte er diesen Brief mit einem, er schreibt hier Arkomechaniker. Mit einem Arkomechaniker konnte er das Schreiben zumindest dort drin verbergen. Vielleicht kann er die Stadt selbst nicht verlassen und der Bann muss erst dort gebrochen werden, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht steht er unter irgendeiner Art von Zauber, die es ihm nicht ermöglicht, die Stadt zu verlassen. Apropos Akkumechaniker, ich würde euch bitten, wie gesagt, wir haben dort zwei Agenten, die laut unseren Informationen noch am Leben sind. Trotzdem dringen die Informationen nur sehr, sehr langsam hier nach Gare zurück. Wenn ihr also erfolgreich seid, vielleicht könnt ihr etwas über den Verbleib von Leonardo, dem Mechanikus, herausfinden, der seit vielen Jahren vermisst wird. Es wäre uns ein besonderes Anliegen. Und wer ist das jetzt schon wieder? Ein Mechaniker aus Havena, der entführt wurde von Galotta und seinen Herrscher. Und warum ist er so wichtig? Dämonen, die ihn dort aufgriffen. Weil er ein genialer Kopf ist. Deswegen. Ah, okay. Ihr müsst ihn nicht retten, ihr müsst nur herausfinden, ob er noch am Leben ist und wenn ja, was seine Aufgabe dort ist. Wie ihr wünscht. Wenn wir sowieso vor Ort sind, wird sich das sicherlich herausbringen lassen. Wie nehmen wir Kontakt auf zu euren Agenten in der Stadt? Ich kann eure Ankunft dort nicht ankündigen. Alles, was ich habe, ist der Name der KGA. Es ist eine Späherin. Das kann ich euch verraten. Koschbasalt. Gibt es eine Art Codewort, einen Codesatz? Weil ich würde ungern in einer Falle laufen von Galotta. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir bis nach Yol'Gurmak einen Boten vorgeschicken können, aber... Sagtet ihr nicht auch vorhin, dass wir zwei Spione in Yol'Gurmak haben?
Ja. Wer ist denn der andere? Den Namen werde ich euch nicht nennen. Koschbasalt ist eure Kontaktperson. Verzeihung, ist sie wohl nicht, sie weiß nichts von uns und sie gehörten zur KGA. Oder siehst du es verkehrt? Wenn wir sie finden, werden wir uns aber auf sie verlassen können. Würden uns mit Informationen, die jetzt? Wenn uns mit Informationen in der Stadt zur Seite stehen können, die wir von außen nicht erhalten. Greifenmund, welchen Namen hattet ihr angenommen? Perldrache. Perldrache. Schaut mal zu Ragnar. Ron. Ein herausragender Tarnname. Hattet ihr nicht Karakir schlechter angegeben? Nein. Nein. Also gut, wenn ihr mit Tarnnamen der KGA umherlaufen wollt, tut dies, aber Koschbasalt wäre eure Kontaktinformation. Wie ein solches Treffen dort ablaufen kann, schwierig. Wie gesagt, der Kontakt ist sehr sporadisch dort. Wir werden also improvisieren müssen. Richtig. Wie gesagt, wenn ihr der Tournai, an der Tournai teilnehmen wollt und dies als Grund für euren Besuch dort nehmt, dann entweder ihr selbst als Ritter mit anderem Wappen oder mit anderen Gründen. Saltatio Mortis, wie gesagt, verlässt demnächst die Stadt, um dort teilzunehmen. Es sei euch überlassen. Informiert euch. Sich auch. Bereitet euch vor. Deckt euch mit Artefakten ein, mit Schwertern, mit Rüstung. Seid erfinderisch. Wenn man sich auch im alten Isilien noch an die ritterlichen Tugenden hält, wird man wohl als schwarzer Ritter am Turnier teilnehmen können. Trotzdem, ich werde wohl einen Waffenrock brauchen. Ich nehme an, ihr könnt mir da jemanden vermitteln, der keine Fragen stellt. Man wird sicherlich auch als weißer Ritter in Yol'Gomak am Turnier teilnehmen können, aber dann wird man sicherlich nicht in die Gemächer, in die schwarzen Palast von Galotta eingeladen. Nun. Entsprechend wäre es vielleicht opportuner, unter einer Tarnung dort aufzulaufen. Ich denke an, Dunkelstein? Dunkelstein. Meine Schneider werden dies einrichten müssen. Sind diese Gaukler eingeweiht in euren Plan oder müssen wir sie erst auffordern dazu? Ich glaube, wir sollten mit denen... Wendet euch an Lasterbalk. Lasterbalk den Lästerlichen. Ein interessanter Name. Er ist nicht der Anführer der Gruppe, aber er runzelt mit der Stirn und kannst du sehen, wie er sehr unzufrieden ist. Er hat einen Ring und damit greift er einmal in seine Tasche und legt dann 1, 2, 3, 4 Ringe auf den Tisch mit einem Stein des Fexen. Wenn man schaut das Ding an, schaut ihn dann an. Was soll ich damit euch verkaufen? Das sind die Ringe, mit denen ihr euch ausweisen könnt als Mitglied der KGA, so ihr sie annehmen wollt. Immer schön den Kopf. Nein, danke, ich nehme keinen. Das ist mir zu riskant, wenn ich geschnappt werde und meine Taschen durchsucht werden, dass man das bei mir findet. In Yol'Gomak. Dann lass es bleiben. Ich greife nach dem Ring, streife ihm hinüber und ein Lächeln gleitet über mein Gesicht. Man schaut auf die Hand vom Magister, schüttelt kurz den Kopf. Nichtsdestotrotz hat immer recht. Ihr solltet euch damit nicht vielleicht, verzeiht, vielleicht nicht offensichtlich in den schwarzen Landen sehen lassen. Ihr habt recht. Nehmen wieder ab und stecken in die Tasche. Gut, wenn es sonst nichts mehr gibt, werden wir wohl unsere Reisevorbereitungen treffen. Und alsbald möglich mit den Schelmen aufbrechen. Schelme. Gaukler, nicht Schelmen. Man nannte sie doch so. Was ist der Unterschied? Die einen werfen Bälle und haben lustige Hüte und die anderen haben lustige Hüte und werfen Bälle. Ein Schelm ist ein unnützer Taugenichts. Ein Gaukler unterhält das Volk. Ah. Also ist nicht so wichtig. So nutzlos sind Schelme nicht. Vor allem auf Schiffen sind sie die meisten nützlich. Ja, wir brauchen auf Schiffen einen Narren. Nur Unsinn und stiften Verwirrung. Ihr solltet mal einen klaveren Mann treffen. Sehr nett, Leute. Lido Kork. Ist damit alles Wichtige an Gefahren genannt worden, die uns dort erwarten werden aus diesem Schreiben?
Man schaut jetzt den Armbruch an. Oder ist da noch irgendwas Erwähnenswertes, was man einfach mal kurz erwähnen könnte, was wichtig ist? Soll ich euch den gesamten Brief noch einmal vorlesen? Ihr wart ja immerhin nicht dabei. Den haben wir doch gerade gehört und man schaut wieder zu Meister Magister Iolaus. Das ist eine Prophezeiung, die er dort bekommen hat. Das ist nicht der Brief von Udalbert gewesen. Ach so. Ich glaube, ihr versteht, missversteht Ömers Frage. Er will wissen, was für weitere Gefahren auf uns dort lauern können. Und Ömer, ich kann dir vergewissern, dass die Gefahren in den Yolgomak und in den gesamten Schwarzen Landen so unzählig sind, wie es dort verschiedene Tiere, da setzt das zeigt Ragnar mit Anführungszeichen in die Luft zeichnend, es in diesen Landen gibt. Alles und jeder dort kann eine Bedrohung sein. Ich kann euch keine weiteren Informationen geben. Das liegt nicht daran, dass ich sie euch nicht geben will, sondern einfach nicht kann. Diese Stadt erfindet sich immer wieder neu. Es gibt keine Pläne. Die Dämonen verschieben Gebäude, bilden sie neu, reißen sie wieder ab. Es gibt nichts, was ich euch darüber hinaus sagen kann. Es ist Improvisation. Wenn ihr meint, dass ihr dem nicht gewachsen seid, dann könnt ihr... Ich wollte nur wissen, ob es eine konstante Gefahr gibt von einer Quelle, die ihr uns nennen könnt, aber anscheinend nicht. Gut. Sämtliche Heptarchen, die in den Schwarzen Landen sind, sämtliche Offiziere, sämtliche Unteroffiziere, alle Paktiere, alle Borberadianer. Alles und jeder ist dort. Werwölfe. Niemandem, ihr solltet niemandem vertrauen. Einmal der Kontaktperson? Nicht einmal der. Ich sage das ganz offen. Wenn ihr euch dort aus den Augen verliert, dann solltet ihr auch euch selbst nicht einmal mehr trauen. Ihr seid dort auf euch selbst. Also jedes einzelne Individuum auf sich selbst gestellt. Und nein, ihr solltet auch nicht der KGA-Spielerin vertrauen. Niemandem. Ich gucke einmal Ömer an und nick Ömer zu. Nun gut, hat noch jemand wichtige Fragen? Ansonsten schlage ich vor, ihr kümmert euch um eure Vorbereitungen. Wann wollen wir uns morgen treffen wieder? Oder heute Abend? Ich würde sagen, dass wir den Tag brauchen werden. Und uns am besten morgen wieder hier treffen und gemeinsam die Gaukler aufsuchen. Morgen wieder hier treffen? Vor mir sind Tempel. Okay. Was ist mit der Bezahlung? Sollen wir das einmal ganz kurz klären, dass wir da einmal zum Bürgermeister gemeinsam gehen, das Geld aufteilen, dass jeder sich etwas holen kann für die Reise? Die 100 Dukaten. Keine Ahnung. Das Bürgermeistergeld ist nicht da und ich weiß auch nicht, was man für die Reise so dringend braucht. Aber das sind alles Dinge, die können wir ja besprechen, ohne dass der Hauptmann jetzt hier dadurch belästigt werden muss. Vielleicht sollten wir es in eine Taverne setzen. Ich glaube, just gegenüber ist der Ulmenstab. Gut. Nun gut. Hauptmann, ihr könnt auf uns verlassen. Jetzt salutiere ich nochmal und trete ab. So sei es. Ihr werdet von Hauptmann von Angenbruch entlassen und bekommt natürlich das Geld ausgehändigt, was der Bürgermeister euch hier hinterlegt hat, beziehungsweise dann eben Hauptmann von Angenbruch gibt euch ein Beutelchen mit Edelsteinen im Wert von 100 Dukaten, zusätzlich dann die 6 beziehungsweise 7 mit Igna Banderolen, damit ihr auch Bürger der Stadt seid. Jetzt steht ihr vor dem Pentagon-Tempel und Abelmir hatte gerade auch einmal vorgeschlagen, dass man in das Hotel Ulmenstab geht, wo ihr schon 2-3 Magier gerade herausgehen sehen könnt. Die sind wohl auch gerade in, ja, zwei sind in eine graue Reiserobe gekleidet und der eine sogar in eine schwarze, was auch immer der hier macht. Zumindest ist das Hotel Ulmenstab von etwas höherer Qualität als die anderen Gebäude, zumindest als der Taverne voller Humpen. Allerdings kommt es nicht an das Hotel Sillander. Aber sieht ziemlich gemütlich aus. Also, wenn wir da jetzt hinwollen, müssen wir unsere Reise auf jeden Fall planen. Wir brauchen Medizinvorräte, Nahrungsvorräte. Ich weiß nicht, wie lange wir da hin brauchen. Weiß das jemand? Angenbruch sagte etwa 3 Wochen. Aber er hat gesagt, je nachdem, welchen Weg nehmen wir überhaupt? Was gibt's für Wege? Ich habe keine Ahnung. Wir bräuchten eine gute Karte. Oder eine gute Geografieprobe. Würfel mal. Alles klar.
Was weiß ich denn mit 3 Punkten über die Geografie der Schwarzen Lande, mit der Kulturkunde Schwarzen Lande? Ja, wechsel doch einfach mal auf die Karte Schwarze Lande. Alles klar. Und wir können dann eben erkennen, wo Gareth ist. Mit deiner Kulturkunde Mittelreich und Schwarze Lande weißt du zumindest, dass es einen Eingang gibt, wenn man eben nicht vom Meer kommen will. Und das sind die Trollpfade, beziehungsweise Trollmauer, Ogermauer oder ja Schwarze Mauer. Je nachdem, welche Schlacht man gerade mit reinnimmt. Wohl unglaublich riesig, allerdings mittlerweile zerstört. Unter anderem durch die Oger und dann eben auch durch die Herrscharen von Vorbereit. Mittlerweile schwarz verpestet, faulig, lebendes Gestein. Also, soweit ich weiß, ich würde mal einen Zettel rausholen und hier die Drachensteine und die schwarze Sichel aufzeichnen, dann noch die Trollzacken aufzeichnen. Soweit ich weiß, gibt es nur einen Weg in die Schwarzen Lande von hier aus. Es gibt noch einen übers Bornland, aber ich denke nicht, dass wir dann in 3 Wochen dort sein werden. Dann werden wir wahrscheinlich das Turnier verpassen. Hier befindet sich die Ogermauer. Eine Mauer, die damals gegen den Ogerzug gebaut worden ist. Allerdings meines Wissens nach nicht gehalten werden konnte. Dann müssen wir hier durch die Schwarzen Lande nach Altzoll über Warung und von dort aus müssen wir dann gen Norden ziehen und dort befindet sich dann Yol'Gurmak. Es könnte tatsächlich um die 3 Wochen dauern, dorthin zu kommen. Warum sind die ganzen Armeen denn nicht einfach hier reingemarschiert und haben das alles hier erobert? Ich meine, das ist doch viel kleiner als der andere Teil hier vom Mittelreich. Weil die Mauer die Pforte zuhält. Ich dachte, die ist kaputt. Ja? Kaputt genug, scheinbar. Was ist mit dem Sichelstieg? Dem was? Dem Sichelstieg. Den kenne ich nicht.